Der Aim Assist am Controller ist zu OP. Was? Das ist doch nur eine Ausrede aller Maus- und Tastaturspieler, weil sie gerade weggeklatscht wurden. Der Aim Assist hat eigentlich schon seine Berechtigung. Man kann nämlich unmöglich mit so einem Ding, das sich Joystick nennt, die Bewegungen einer Maus nachahmen. Das Problem ist jedoch, dass Controller-Spieler dadurch zu Nahkampf- und Shotgun-Göttern werden. Besonders in Spielen wie Apex oder COD ist das der Fall. Ich sage nicht, dass man den Aim Assist deaktivieren sollte, denn dann würde man mit so einem Controller gar nichts mehr treffen. Aber in manchen Games ist dieses Ding einfach viel zu stark.